Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit dem Marc auf der frischen Karte. Es geht weiter und wie ja schon angekündigt und ihr seht es natürlich auch schon, geht es natürlich heute endlich los mit Autodrive. Ich freue mich da ganz ehrlich schon richtig drauf. Ich habe jetzt über eine Woche im Endeffekt gewartet. Bei euch gab es ja gestern Abend, also am Sonntag, am 24. gab es nochmal abends um 20 Uhr eine Extra-Folge, was ich im Endeffekt alles so gemacht habe, was ich im Endeffekt alles so für Kurse eingefahren habe und so weiter. Da gab es nochmal eine kurze Übersicht. Genau, da gab es halt wie gesagt nochmal eine kleine Übersicht, was im Endeffekt gerade zur Phase ist, wie gerade aktuell so der Stand ist. Ich tapp mal ganz kurz durch, um zu gucken, was gerade hier Phase ist. So, den setzen wir mal eben um. Wir werden jetzt, was werden wir machen? Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin ein bisschen überfordert, aber ich freue mich natürlich darauf, dass wir heute endlich mit Autodrive starten können. Ich habe auch schon einiges auf einem Test-Safe-Game getestet. Aber ihr wisst ja, wie es ist, dann klappt das mal nicht und dann klappt es vielleicht nicht mal nicht ganz so gut. Das ist ja jedem dann wieder selber überlassen. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal, dass wir so ein bisschen ans Gearreste fahren heute kommen. Der ist auch noch da, den könnte man eigentlich, den schicken wir uns auch erstmal zum Hof zurück. Ich habe noch keine Kurse statt. Müssen wir mal gucken, der kommt hier vorne wahrscheinlich auch nicht rum. Ich habe keine Hofstelle. Oder? Ich glaube es nicht. Also ich meine, ich hätte mir keinen Hofkurs, also keine Hofanfahrstelle selber gemacht. Damit hatten wir immer so ein bisschen Probleme. Jetzt müsste der endlich auch noch Probleme hier um die Ecke kommen, denke ich mal. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig hier. Das war schon im Test ein bisschen schwierig. So. Ach, er, der ist mit Gülle beschäftigt. Der steht da. Der steht da. Der steht da. Der da. Dann sind wir schon einmal durch. Ja, der ist immer noch fleißig am Abladen und funktioniert auch noch. Solange das funktioniert, lassen wir es auch noch dabei. Ich würde mal eben den Fendt holen. Der steht hier an der Zuckerrübenfabrik. An der Zuckerfabrik. Den würde ich jetzt mal manuell, ich würde jetzt noch die restlichen Rüben, die da sind, das würde ich jetzt noch manuell fahren. Wir wollen ja auch diese Mal noch ein bisschen was fahren. Ich will jetzt ganz langsam damit anfangen. Das heißt, die erste große Aktion wird im Endeffekt Gülle fahren sein, Gereste fahren. Da werden wir dann auch gleich wahrscheinlich noch ein neues Fass kaufen müssen, weil wir ja gesehen haben, dass ein Fass längst nicht ausreicht für die Flächen und die Entfernung und so. Wir verbraten ja doch einiges an Material, geht ja doch da bei uns durchs Fass, wenn wir mal anfangen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall gleich noch einen zweiten kaufen müssen. Ich weiß noch gar nicht, was wir da holen müssen, ob wir das gleiche Gespann nochmal holen oder ob wir vielleicht uns die Anaburger holen, die ich als Mod mit draufgenommen habe. Weiß ich noch gar nicht. Das sehen wir dann jetzt gleich. Genau, ich überlege gerade, was gibt sonst was Neues. Ich habe die Karte noch nicht abgedatet. Es gab ein neues Update für die Karte und ein neues Produktionsupdate. Das habe ich jetzt aktuell erstmal nicht mit draufgenommen, weil ich weiß, dass dieses Autodrive-Kurse mit der Kartenversion geknüpft sind. Und ich gerade nicht auswendig weiß, wie ich das auf die neue Kartenversion bekomme. Habe ich jetzt gedacht, komm, dann gibt es jetzt noch mal eine Woche in der alten Version in Anführungsstrichen. Was ist neu in der Version? Im Endeffekt wurde die Karte nur ein bisschen angepasst. Ein paar Bäume wurden im Endeffekt umgestellt, in Anführungsstrichen. Also jetzt auch nichts Wildes. Die Vorbereitungen wurden getroffen für eine neue Produktion. Und zwar die Chips, Pommes, Krokettenproduktion war es, glaube ich. Ich glaube, dieser Produktionszweig kommt dazu.
Wie gesagt, das kommt dazu. Das heißt, da sind ja dann auch. Dafür wurde dann die Karte vorbereitet. Genau, dann gab es halt Produktionsupdates, gab es auch noch ein paar Kleinigkeiten. Fand ich jetzt erstmal noch nicht so interessant, weil im Endeffekt so weit sind wir in Anführungsstrichen jetzt noch nicht. Dass wir da im Endeffekt jetzt sagen müssen, oh, das brauchen wir unbedingt, das brauchen wir unbedingt. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann lässt es erstmal, du weißt gerade nicht hundertprozentig genau, wie das mag, wie du das machen musst. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann lässt es halt einfach. Ist ja auch aktuell nichts Schlimmes dabei, habe ich mir gedacht, komm, dann lässt es so, wie es aktuell ist. Genau, heute lassen wir, das werden wir diese Woche allgemein noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und jetzt gucken, dass die letzten Zuckerrüben da vom Feld runterkommen. Und dann wird es diese Woche viel, viel Gärreste geben. Wir müssen, grundsätzlich müssen wir fast alle Flächen Gärreste, muss ja fast auf allen Flächen drauf. Und damit werden wir uns dann heute beschäftigen. Da möchte ich auch ganz gerne Autodrive für nutzen, und zwar um mir die Gärreste zum Feld zu liefern. Wir fangen nachher erstmal bei Feld 16 an, da müssten die meisten Fässer hin. Das heißt, da werden wir auch einige Fässer holen oder brauchen. Das heißt, die werden auch ein paar Mal fahren müssen. Das will ich dann ganz gerne dort testen oder beziehungsweise machen. In der Zeit, wo hier der noch unterwegs ist, der Holmer, der Holmer Terrados, würde ich ja ganz gerne mal kurz einen Blick in den Shop werfen, was wir an Gülletechnik noch haben, beziehungsweise an Fasstechnik. Weil im Endeffekt brauchen wir noch ein Fass für einen LKW. Wir haben die Annaburger. Ja, würde ich auch nehmen. Da passt auch nur 24.000 Liter rein. Das ist jetzt, ich will nicht sagen knapp, aber 30.000 werden mir da eigentlich schon ein bisschen lieber. 23, 26, 26. Und wir kaufen halt so eins noch. Aber grundsätzlich ist das ja auch nicht schlecht. Aber im Endeffekt brauchen wir noch ein Fass für die im Endeffekt brauchen wir zwei LKWs. Einer ist zu wenig, haben wir letztes Mal schon gesehen. Beziehungsweise es klappt so gerade. Es klappt zeitlich so gerade. Da hätte ich dann aber ganz gerne, dass wir vielleicht ein Fass Puffer haben, in Anführungsstrichen. Vor allem, wenn es dann weitere Entfernungen geht und so weiter, wenn ich dann oben an Feld 12 denke oder irgendwie sowas. Da glaube ich, dass das dann vielleicht ein bisschen schwierig ist. Dass das dann wahrscheinlich nicht ganz so gut funktioniert. Und ich dann gesagt, deswegen komm, dann kaufen wir noch ein zweites. Ist ja im Endeffekt nicht das Problem. Da ist der aber auch immer dahin. Immer da, unbedingt da auf die Ecke da muss. Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber egal. Genau, für mich ist heute Freitag, der 22.01. Ich nehme das heute extra auf, weil ich jetzt heute Abend gesagt habe, komm, du hast Lust. Dann machst du da schon mal weiter, nimmst schon mal ein paar Folgen auf, dass ich Samstag nicht so viel machen muss. Dass ich Samstag will ich noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar will ich, hole ich mir am Samstag morgen eben den Anhänger von der Firma, fahr danach zu Firma und werde eben den Rasenmäher abwaschen und den Aufsitzrasenmäher eben abwaschen, eben Messer schärfen, einmal das Mähdeck unten von unten einmal sauber machen, dass das wieder sauber ist, vielleicht einmal Farbe drüber her, wenn wir da gerade was Passendes da haben. Dass das einmal wieder schicki ist, und wenn ich noch Zeit und Lust habe, kriegt er noch neues Öl, und dann muss halt mein Gut sein. Und ja, ich weiß, grundsätzlich müsste der dann auch einen neuen Filter haben, aber ich glaube, Filter ist dann jetzt erstmal uninteressant, meiner Meinung nach. Der läuft ja aktuell auch nicht so viele Stunden.
Also wir kriegen da ja kaum noch Stunden drauf, weil der kaum noch fährt, weil durch die starken Dürre brauchst du im Sommer ja kaum noch richtig mähen. Dieses Jahr haben wir schon ein bisschen regelmäßiger gemäht, weil halt viel drauf war, in Anführungsstrichen. Genau, deswegen, das will ich halt am Wochenende, also morgen, machen. Fahre ich eben zur Firma, hole meinen Anhänger und Rampen, fahre nach Hause, lade den Asenmäher auf, fahre danach wieder zur Firma, mach den wasch den, mach den sauber, mach alles fertig. Danach bringe ich die wieder nach Hause, bringe danach den Anhänger wieder zurück. Morgen müssen zwei Kollegen arbeiten, deswegen ist auch irgendeiner da. Sonst hätte ich mir einen Schlüssel mitgenommen, aber dadurch, dass die Kollegen da sind, brauche ich keinen mitnehmen. Kann ich auch noch zwei, drei andere Kleinigkeiten machen, fällt mir gerade so ein, wenn ich daran morgen denke. Ich muss noch ein Kabel muss ich noch neu machen, fällt mir gerade mal so auf. Das habe ich mir mal abgerissen. Hab das provisorisch, wie man das halt so kennt, erstmal provisorisch wieder zusammengebaut. Wenn ich aber morgen in der Firma bin, könnte ich das eigentlich auch mal richtig schön fertig machen. Da muss ich morgen mal gucken. Eigentlich müsste da auch ein zweiadriges Kabel hin und so, also naja. Ich gucke mir das Spektakel morgen mal an, wenn ich Lust zur Zeit habe. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm schon mal ein paar Folgen auf heute Abend, weil Bock hast du auf jeden Fall. Dann, ich will nicht sagen, läuft das schon fast von alleine, aber es geht doch dann schneller von Hand. Nebenbei fahren wir jetzt hier noch ein bisschen Zucker rüber, aber das ist ja auch noch ganz entspannte Arbeit, also da brauchen wir jetzt auch nicht so viel Gedanken drum zu machen. Ich hoffe, eure Woche war schön. Wir sind halt zwar schon leider wieder am Wochenanfang heute. Ich darf auch wieder arbeiten. Ich habe leider keinen Urlaub bisher. Nächste Woche sind wir auch wieder einige Kollegen, das heißt, nächste Woche wird das auch wahrscheinlich wieder ein bisschen entspannter, aber diese Woche habe ich halt überhaupt nichts fertig gekriegt, so schlimm, wie es in Anführungsstrichen ja es ist. Aber ich habe diese Woche halt gar nichts fertig gekriegt, weil immer irgendwas war immer. Auch heute wieder, ich war gerade was am Fertigschrauben, kannst du mal eben? Und ich so, ja. Dann war auch wieder eine halbe Stunde weg. Dann ist mir noch was abgebrochen, dann habe ich auch gedacht, super. Bisschen angeflext, dann ging das wieder. Dann hatte ich meine Kante, die ich brauchte für das Gerät, zum Einziehen. Wenn du ein Loch im Reifen hast, haben wir da so klebrige Bindfäden, könnt ihr euch vorstellen. Und die drücken wir da im Endeffekt von außen rein, drehen dann im Endeffekt dieses Werkzeug und ziehen das Werkzeug wieder raus und diese klebrigen Schnüre bleiben da im Endeffekt drin und verkleben dann das Loch. Das ist zwar keine super schöne, top geile Lösung, funktioniert aber fürs Erste. Außer wenn das Loch zu groß ist, dann tut es das natürlich nicht. Wenn du aber mal so einen Nagel dadurch geschossen hast oder so, dann tut's das wohl. Dann tut's das auf jeden Fall, wenn du mal aus Versehen durch so einen Nagel gefahren bist und zack, das da rausgenommen hast und so. Wenn du ein bisschen das da reinziehst und so, dann tut's das ja auch eigentlich sofort. Und das ist ja dann auch nochmal so der Unterschied. Und sonst war jetzt so nichts Spannendes eigentlich. Ne, ich sonst überlege ich. Sonst gab's so bisher nichts Spannendes. Ne. So. Genau, ich hoffe, soweit alle Kurse funktionieren. Das sehen wir heute, beziehungsweise im Laufe der Woche, ja. Vor allen Dingen interessiert mich im Endeffekt die Kurse. Nachher Kuhstall, Gärreste holen, Rinderstall, Gärreste holen, also Gülle holen und so. Die interessieren mich nachher, ob die auch so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe davon aus,
Aber ein bisschen Risiko ist ja immer dabei. Sonst überlege ich gerade, ob wir sonst noch irgendwas Spannendes haben. Fällt mir aber gerade so nichts ein. Ja, morgen geht es dann endlich los. Ich denke, dann sind wir auch relativ weit mit den Zuckerrüben. Ich denke, dann sind die auch so weit runter. Dann können wir, denke ich mal, morgen mit der Gärreste anfangen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weiter Folgen auf Frischmarsch. Bis dann, danke. Tschüss.